gun, get your gun. Take it on the run, on the run, on the run. Hear them calling you and me, every son of liberty. Hurry right away, no delay, go today. Holzarbeiten, Blechbearbeitung, Schweißen, Löten, Seile spleißen, Drehen, Sattlerarbeiten, Bespannen, Rohrbiegen, Elektrik, Flaschenarbeiten, Rahmenbau, Verspannungen, Beplankungen, Zimmerei, Schlosserei, Schmiede. Ganz zu schweigen von Dingen wie historischen Forschungen, Rekonstruktion, Materialprüfung, Materialbeschaffung, Vorrichtungsbau, Logistik. Ah, hallo. So, meine Lieben, da wären wir nun in der Werkstatt, in einer der Werkstätten des Museums für Flugzeugbau und Technische Geschichte in Eschenbeuren. Ich habe es euch ja versprochen, die ersten beiden Folgen unserer neuen Serie Werkstattschau, die waren mehr oder weniger ein Versuch, aber jetzt wollen wir in die Thematik richtig einsteigen. Ich möchte euch gelegentlich anhand dieser Videos einmal zeigen, wie ich bzw. wir hier im Museum für Flugzeugbau und Technische Geschichte Flugzeuge tatsächlich bauen, das heißt die handwerkliche Arbeit, die dahinter steckt. Jetzt geht es also nicht um die Exponate, die wir haben, sondern jetzt geht es darum, wie die Flugzeuge gebaut werden, wie die Autos restauriert werden, wie die Motorräder restauriert werden, wie sonstige technische Dinge überholt und in Gang gehalten werden. Das möchte ich euch also in dieser Serie zeigen. Und in Folge 3 werden wir jetzt zum ersten Mal in diese Handwerkskunst einsteigen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Die einzelnen Projekte gehen wieder der Reihe nach durch. Würde mich freuen, wenn es euch gefällt. Wenn nicht, ist mir auch egal. Also, viel Spaß. Die Albatros D5 ging in der zweiten Hälfte des Jahres 1917 an die Front. Nachdem wir für das Museum die komplette Serie der Entwicklung der Steuerknüppelgriffe an Fokkerflugzeugen bis 1918 als Nachbauten gefertigt haben, haben wir uns gedacht, dass wir zum Vergleich auch den einer Albatros in die Ausstellung mit aufnehmen wollen. Als Vorlage für unseren Nachbau dient uns der originale Griff aus der Sammlung von Michael Dufton in England. Auch bei diesem Projekt in unserem Museum geht es wie immer nicht einfach nur darum, die Maße des Originals abzunehmen, sondern zu sehen, wie dieses handwerklich produziert wurde. In dieser Folge zeigen wir euch den Bau der sogenannten Bowdenkabelschlitten. Wir können anhand der Originalteile sehen, wie bei Albatros diese Teile gebaut wurden. Zum Vergleich gibt es die originale Werkszeichnung von Fokker-Bowdenkabelschlitten. Diese sehen zwar leicht anders aus, sind im Prinzip aber auf dieselbe Art und Weise gefertigt. Jeder dieser Schlitten besteht aus zwei Einzelteilen, einem Stück Rohr und einem gebogenen Streifen Stahlblech. Diese werden miteinander verschweißt. Das ist einer dieser Bowdenschlitten, die hier in die Griffe kommen. Das ist quasi die Mitnahme für den Bowdenzug, der nachher das Maschinengewehr ansteuert.
Dieses Teil ist genau wie jedes andere Teil in einem Flugzeug hauptsächlich von Hand gefertigt. Es ist so, dass damals zu Beginn der Industrialisierung wohl schon eine gewisse Serienfertigung Einzug gehalten hat in die Betriebe. Aber sie war noch nicht so weit vorangeschritten, dass man sagen könnte, die Teile werden irgendwo maschinell gefertigt. Nein, da standen halt 1000 oder 2000, bei Fokker zum Beispiel in seiner Hochzeit, 2500 Mitarbeiter an den Werkbänken mit der Feile in der Hand, mit dem Schweißgerät in der Hand, und die haben diese Dinger manuell gefertigt. Natürlich waren die alle ziemlich identisch. Die mussten ja ins Gesamtbild passen und die Funktion erfüllen. Gleich war jedoch keins. Wichtig war, dass die Teile passen und in sich funktionieren. Und da geht halt immer wieder vor und zurück. Anpassen, ausprobieren, anpassen. So lang, bis das funktioniert. Die Führungen für die Bowdenschlitten sind ja seitlich angeschweißte Stahlrohrstücke. Durch das Durchschweißen entstehen innen Materialaufwürfe. Diese müssen natürlich entfernt werden, sonst laufen die Schlitten nicht. Das geschieht durch grobes Vorbohren, Nachfeilen und anschließendes Aufreiben. An dem Originalgriff konnte man wunderschön sehen, wie keines der Teile spiegelbildlich war. Jedes war für seine Position an der Stelle, wo es funktionieren muss, speziell angepasst. So wurden damals in der Serie Kampfflugzeuge gebaut. Und genauso bauen wir sie heute wieder. Die Funktion muss gewährleistet sein. Optik und Gleichheit ist zweitrangig. Nach der Funktion kommt Austauschfähigkeit. Andere wichtige Merkmale gab es im Flugzeugbau nicht. Nachdem die Schlitten einwandfrei laufen, werden sie im Inneren aufgebohrt. Die Bohrmarken hierfür konnten wir am Originalteil ebenfalls sehen. Es wurde also genauso gemacht. Es ist auch verständlich, denn ein 2 mm starkes Stahlblech lässt sich einfach besser schweißen als ein 1 mm starkes, das gleich wegbrennen würde. Vor dem endgültigen Einbau erfolgt dann noch einmal eine Funktionsprüfung. Sicherstellen, dass alle Teile schön leicht laufen. Natürlich sind diese Griffe trotz ihrer Handarbeit alle maßhaltig. Die Einzelteile können untereinander ausgetauscht werden, aber sie sind eben nicht identisch, so wie früher. Serienfertigung in Handarbeit. Raus mit dem Kübel. So, ihr Lieben, das nächste Projekt, das ich euch heute zeigen will, ist der Kübelwagen. Der ist pro Jahr 43. Eigentlich wollten wir nur das Nötigste dran machen, aber es wird dann doch ein bisschen mehr, wenn man nur das Nötigste macht.
Ich werde euch jetzt einfach mal den Mann vorstellen, dem das Fahrzeug gehört. Das ist der Franz Josef Serafin. Und der wird euch ein bisschen was darüber erzählen, wie man an sowas rankommt, wo es herkommt. Ein bisschen Geschichte halt. Ne? So, hallo meine Lieben, ich bin der Franz Josef. Ganz kurz, seit meinem 18. Lebensjahr suche ich so ein Fahrzeug, da mein Vater im Krieg darauf den Führerschein gemacht hat. Das hat er mir mit 16 erzählt. Ich habe es ganz toll und ganz lässig gefunden. Mit 18 wollte ich das dann richtig haben. Aber gab es auch damals, vor 32 Jahren, nicht für Geld und gute Worte. Inzwischen ist es so, dass es das heute noch viel weniger gibt. Und ich bin dazu gekommen, beziehungsweise meine Frau und ich, die Gabi, wie die Jungfrau zum Kind. Sowas ging quasi nur über Mund zu Mund. Und sowas wird normal nie angeboten im Öffentlichen, also auf Mobile oder sonst irgendwo. Und wenn, dann ist es unbezahlbar. Meinem Vater wollte ich zu seinem 77. Geburtstag das Bild schenken. Leider ist er vorher verstorben. Somit hängt das Bild heute in Erinnerung an ihn im Museum in Wäschenbeule. Dieses Fahrzeug ist mir angeboten worden, über Mund zu Mund. Wir haben ihn dann angeschaut, er hat toll ausgesehen und haben ihn gekauft, hierher transportiert und wie ihr schon in Teil 2 gesehen habt, beim Zerlegen kam die Katastrophe. Jetzt will ich euch eine kleine kurze Geschichte über die Historie des Fahrzeugs erzählen, die wir inzwischen wissen. Der Kübel ist gebaut worden 1943. Und zwar wissen wir das jetzt über Wolfsburg. Dort hatte ich die Anfrage gestellt über ein Zertifikat, was bis dorthin noch funktioniert hat, heute wohl nicht mehr. Ich bin wohl einer der Letzten, der ein historisches Zertifikat für ein Vorkriegsfahrzeug oder ein Kriegsfahrzeug hat. Er ist gebaut worden am 19.10.1943. Ist ausgeliefert worden am 21.10.1943 nach Augsburg zur Luftwaffe. Von dort aus ging er an die Ostfront. Da verlieren sich dann die Spuren. Inzwischen wissen wir, er ist wohl nach dem Krieg lange in Polen gelaufen, was auch immer, als Traktor, als landwirtschaftliches Fahrzeug, hat sehr viel Unfallschäden, wobei wir nicht wissen, kamen die Unfallschäden vom Krieg oder nach dem Krieg. Letztendlich egal, es ist wieder gerade gebogen. Ausgezogen haben wir euch viele lustige Sachen, wie zum Beispiel polnische Porno-Zeitungen, also Seiten von Porno-Zeitungen. Die Leute dort haben da wohl versucht, irgendwelche Löcher auszufüllen mit Zeitungen und haben es mit zwei Komponenten Kleber ausgestopft, anstatt zu schweißen. Inzwischen haben wir, dank meinem Freund Achim, die allerschlimmsten polnischen Verbrechen an diesem Fahrzeug wieder instand gesetzt. Darunter Scharniere versetzt. Diese hatten die Türscharniere rausgesetzt, weil auf dem Schweller 5 Lagen Blech waren und es nichts mehr gepasst hat. Das mussten wir alles in den Urzustand zurückversetzen. Hier seht ihr den neuen Schweller. Und im Bild auch großflächig die Bleche, die wir eingesetzt haben. Wir wollten so viel Originalsubstanz wie möglich erhalten. Man will ja keinen neuen Kübel, man möchte ja einen authentischen haben. Wie gesagt, meinem Freund sei Dank, er ist ja ein Blechgott. Ich bin bloß der Mechaniker, also ich kann die mechanischen Sachen machen, wie Achsen, Motoren, Getriebe. Aber dank ihm sind wir dann doch schon so weit. Bei mir würde das wahrscheinlich 6 Jahre dauern. So haben wir es dann, so Gott will, das in einem Jahr geschafft. Aber auch die niederen Arbeiten müssen ausgeführt werden, wie zum Beispiel den alten Lack abkratzen. Und dazu ist die Gabi da. Hallo. Aber nicht nur die Gabi muss niedere Tätigkeiten verrichten.
Jeder trägt seinen Teil dazu bei, dass aus dem ganzen riesen Schrotthaufen wieder ein vernünftiges Auto wird. Der Aufsteller für die Motorhaube fehlte zum Beispiel gänzlich. Der wurde kurzerhand neu gebaut. Ist ja auch ein einfaches Blechteil. Kein Problem für einen Blechgott. Platziert wurde der Aufsteller dann an der Stelle, wo die alten Reste des alten Aufstellers noch vorhanden waren. Derzeit werden die blanken Metallteile mit Brunox gegen Rost geschützt. Anschließend erfolgt eine vernünftige Grundierung. Darauf dann der Decklack in dunkelgelb. An allen von oben problemlos zugänglichen Stellen sind die Blecharbeiten mittlerweile erledigt. Jetzt müssen wir an das Auto von unten heran. Zu dem Zweck heben wir es von dem Gestell, drehen es um und platzieren es so in unserer Werkstatt. Auf drei anheben. 1, 2, 3. Jetzt sehen wir, was an der Unterseite noch zu tun ist. Viel ist es ja nicht. Neun Sachen. Ja, das klingt doch überschaubar. Zehn Sachen. Da geht auch noch. Bei Militärfahrzeugen geht ja oft die Fantasie mit einem durch. Aber das sieht tatsächlich aus wie ein Durchschuss. Die Arbeiten an der Unterseite haben wir auch gleich aufgenommen. So wurden Außenschweller und Innenschweller entlang der Kante unten miteinander verschweißt und erste kleine komplette Durchrostungen wurden autogen aufgefüllt. Ja, quatsch doch auf den Film, auch eine gute Idee. Mach den Tutorial nach Karton. Ach so. Ja, oder man lässt wie es ist, dann können andere drüber lachen. Hey, jo. Ist schon wieder Feierabend? Ja, dann. Und so zieht er von dannen für heute. Und zum Schluss noch Helden der Arbeit. Oder einmal mit Profis. Jetzt heißt noch irgendwas, ne? So, und heute zur Feier des Tages, nach getaner Arbeit, wollten wir grillen. Haben aber leider im Unverstand Cordon Bleu auf den Grill gelegt. Naja, jetzt machen wir wohl das Beste draus. Achim weiß noch gar nichts von seinem Glück. Naja. Schauen wir mal. Sieht aber lecker aus. Ja, es wird knusprig. Oh je. Und so haben wir ganz nebenbei auch noch das Cordon Grill erfunden. Und ich muss zugeben, es war sehr lecker.